Hi Leute, ich bin der Noah, wieder am Dienstag, heute als Vertretung für den Aaron. Der kriegt ihr mich doch regelmäßiger zu sehen, als ich das eigentlich geplant habe. Ja, Thema diese Woche ist Sport und Ernährung und Bewegung und Sport. Genau. Ich kann da natürlich keine allgemeingültigen Aussagen treffen. Dazu bin ich bei weitem nicht genug in die Materie eingearbeitet. Ich kann euch nur von mir erzählen und wie mein Programm einfach so aussieht. Für alle, die total krass auf Muskelaufbau trainieren, oder auch weniger krass, aber eben auf Muskelaufbau trainieren, ist mein Programm wohl eher nicht das Richtige. Guckt ihr euch wahrscheinlich besser das von Leo an. Weil ich noch, also definitiv auch irgendwann Muskeln aufbauen möchte, aber im Moment einfach noch eher in der Diät-Abnehmphase bin. Ja, wenn das gleich klappt beim Nachbearbeiten, dann setze ich euch hoffentlich hier gleich noch ein Bild hin. Ein, zwei Bilder. Wie das früher so aussah und wie das jetzt eben aussieht. Ja, genau. Fakt ist, dass ich für mich mit Testostart auch eine Diät angefangen habe, aber nicht im Sinne von einer Kurzzeitdiät wie Low Carb oder so ein Scheiß. Tut mir leid, ich halte davon nichts. Sondern schon eine langfristige Ernährungsumstellung. Genau. Angefangen mit Testo habe ich im Januar 2013, zu dem Zeitpunkt noch 114 Kilo schwer, jetzt ganze mittlerweile 28 Kilo leichter als zu dem Zeitpunkt. Das ist keine wahnsinnig schnelle Geschwindigkeit, den Anspruch hatte ich aber auch für mich nie. Es ist meine Geschwindigkeit, mit der ich gut zurechtkomme und da muss jeder seinen Weg finden. Also bei mir sieht es meistens so aus, dass ich 3, 4 Kilo relativ zügig verliere in einem sehr schnellen Takt, also irgendwie in 3 Wochen oder sowas oder vielleicht auch mal 4 Wochen. Und dann habe ich meistens die nächsten 4 Wochen damit zu tun, das zu halten und dann geht das nächste runter. Also bei mir ist es mehr so in Schüben. Ja, dazu mache ich ernährungstechnisch. Ist bei mir so, ich ernähre mich vegan. Damit habe ich jetzt aber keinen Anspruch irgendwie, dass das das Allheilmittel ist. Das ist es nicht. Zu viele sehr leckere und sehr kalorienreiche Sachen sind eben auch vegan. Von daher, das ist nur, das ist mein Weg. Also ja, wenn man dazu was wissen möchte, kann man mich gerne anschreiben. Daher fällt für mich aber sowas wie, ich esse total viel Fleisch und Quark und Gedöns halt einfach halt auch weg. Ja. Ernährungsmäßig, woran ich mich hauptsächlich halte, ist, dass ich ein Kaloriendefizit am Ende des Tages habe. Also sagen wir, mein normaler Kalorienverbrauch läge bei 1800 Kalorien am Tag. Dann erreiche ich ein Kaloriendefizit, indem ich entweder weniger als 1800 Kalorien pro Tag zu mir nehme oder indem ich meinen Umsatz nach oben schraube. Das heißt, indem ich zum Beispiel Sport mache. Damit steigt mein Kalorienverbrauch pro Tag. Und das sind zwei Möglichkeiten, im Kaloriendefizit zu bleiben. Solange ich also weniger zu mir nehme, als ich verbrauche, nehme ich ab. Wenn ich mehr zu mir nehme, als ich verbrauche, nehme ich zu. Um aber zum Beispiel stark Muskeln aufzubauen, müsste man mehr zu sich nehmen, als man verbraucht. Genau, aber darum geht es mir nicht. Mir geht es ja um Gewichtsverlust. Ich habe da einige Sachen durchprobiert, also schon auch irgendwie abends keine Kohlenhydrate zu mir nehmen oder irgendwie sowas. Ich muss sagen, ich stehe voll auf Kohlenhydrate, total esse ich halt extrem gerne und ich habe festgestellt, dass alles, was mich einschränkt, sei es von der Uhrzeit her oder von der Nahrungsmittelzufuhr, dass ich mir Nahrungsmittel konkret verbiete, dass das Sachen sind, die mich unglücklich machen, weshalb ich tatsächlich mich nur an das Kaloriendefizit halte. Das heißt, ich konsumiere auch Schokolade in geringen Mengen. Ich esse eigentlich
aus allen Bereichen irgendwas, was bei veganer Ernährung halt auch wichtig ist, aus wirklich allen Bereichen was zu sich zu nehmen, natürlich Obst- und Gemüselastig, aber eben auch zu gucken, dass ich genug Hülsenfrüchte für mein Eiweiß zu mir nehme, dass ich genug Eisen, genug Kalzium konsumiere. Sowas eben, aber eben auch so Sachen wie Schokolade oder mal ein Eis oder sowas, Sachen, die glücklich machen, aber eben immer in dem Rahmen meine Kalorienzufuhr nicht zu überschreiten. Und ja, genau. An Sport sieht es bei mir so aus, dass ich dreimal die Woche Sport mache. Ein Kraftausdauerprogramm. Sprich, ich gehe in ein Fitnessstudio, mache mich 10 Minuten warm, sei das Laufband oder Fahrrad oder was auch immer. Nach dem Laufen absolviere ich ein Krafttraining, aber in einem höheren Wiederholungsbereich. Also ich mache zwar drei Sätze, aber je Satz zwischen 15 und 20 Wiederholungen, um damit ein Kraftausdauertraining zu haben. Also eher niedrige Gewichte, viele Wiederholungen. Das Ganze, um die Muskeln anzusprechen, weil Muskeln definitiv Fettburner sind. Unsere Muskeln verbrauchen Kalorien über Tag, und desto besser trainiert unsere Muskulatur ist, desto mehr verbrennt sie. Deswegen mache ich natürlich auch während einer Diät Krafttraining. Nicht um extrem stark Muskeln aufzubauen, aber um die Muskeln zu beanspruchen. Kraftausdauer, also über 15 Wiederholungen. Deswegen, um den Muskel schön auszupowern und Reize zu setzen. Bleibe ich unter 15 Wiederholungen, ist es eher ein Krafttraining, was auch auf die Optik abzielt. Ja, nach diesen, ja, also ich habe mich 10 Minuten warm gemacht, 30 Minuten Kraft gemacht, vielleicht 40, je nachdem. Danach mache ich nochmal um die 30 Minuten Cardio, um einfach die Verbrennung halt nochmal richtig. Also die Muskeln sind halt quasi schon ein Stück weit leer, und der Körper kann einfach danach richtig gut verbrennen. Deswegen mache ich eben danach noch ein Cardio-Programm, was bei mir meistens Spinning ist, weil mir das am meisten Spaß macht, zumindest im Studio. Je nachdem, entweder mache ich einen vierten Trainingstag oder ich ersetze einen der drei Trainingstage durch ein ausschließliches Cardio-Programm, was bei mir Joggen ist. Ich gehe einfach total gerne joggen, allerdings nicht im Studio, weil das ziemlich stumpf und langweilig ist. Dann jogge ich 5, 6 Kilometer mittlerweile. Ist so für mich ein ganz, ganz angenehmes Training irgendwie am Rhein entlang. Irgendwo, was schön ist in der Natur, wo man für die Augen noch ein bisschen visuelle Reize hat und sich nicht zu Tode langweilt. Ja, so sieht mein Programm aus. Dieses Kraftausdauerprogramm werde ich noch so lange machen, bis ich mit meinem Gewicht zufrieden bin. Also noch so ungefähr schätzungsweise 10, 11, 12 Kilo. 12, um ehrlich zu sein, wahrscheinlich 12. Und wenn ich das erreicht habe, dann werde ich vom Kraftausdauerprogramm in ein Kraftprogramm gehen. Also auf Muskelzuwachs eben wechseln. Genau. So viel von mir zu dieser Woche. Ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen, und dann sehen wir uns vielleicht irgendwann wieder. Ciao.